Hallihallo, ihr Lieben. Ja, ich sage ja immer, bevor man im Internet über eine Firma, über eine Person etwas sagt, sollte man genau überlegen, was man sagt, weil was darin gesagt wird, das steht, das ist im Internet, das ist präsent und kann auch Firmen oder Personen ruinieren. Ich werde jetzt aber Tatsache über eine Firma einen Erfahrungsbericht, so nenne ich es jetzt mal, mitbringen, weil das ist jetzt wirklich ein No-Go. Ich habe jetzt lange gewartet, aber Leute, bei dieser Firma solltet ihr aufpassen. Ich hatte ja letztens schon mal gebracht, dass ich mir eine Kettensäge gekauft hatte. War auch sehr, sehr stolz über diese Kettensäge. Ja, die ist für Hobby als auch Wald. Also sie ist wirklich an sich recht gut. Ich hatte die über die Firma Maltec gekauft. Und ja, ich konnte sie aber nur einmal Tatsache benutzen. Hatte dann zwei Profis da gehabt, die sich die angeschaut hatten und hatten gesagt, ja, eindeutig Vergaserschaden. Nagelneu gekauft, Vergaserschaden, toll. Also versucht zurückzuschicken. Das Ganze gestaltete sich schon sehr, sehr schwierig. Es war wirklich fast 3 Wochen lang, nein, länger, jeden Tag Kommunikation. Muss der Hund gerade jetzt trinken? Ja, er muss. Jeden Tag Kommunikation. Also erstmal hieß es von wegen, nee, wir nehmen die Kettensäge nur zurück, wenn sie nicht benutzt wurde. Wo ich sage, logisch ist sie benutzt, weil ich habe sie zum Benutzen gekauft. Wenn sie kaputt ist, sorry. So, dann konnte ich sie endlich zurückschicken. Dann blieb sie dort über 3 Wochen. Habe sie zurückbekommen und sie ging weiterhin nicht. Sie ist nicht angegangen, gar nichts. Ich hatte dann wieder die Fachleute dran, auch dann gleich, ja, da ist gar nichts dran gemacht worden. Zudem hat noch eine Schraube gefehlt und das ganze Gehäuse wackelte wie Sau. Ich den Support wieder kontaktiert. Die waren nur noch pampig mittlerweile. Was das soll, natürlich ist es gemacht worden und sie schicken mir einen Beleg, der ja beweist, dass sie repariert wurde. Nein, das war der Auftrag einfach nur, dass sie repariert werden soll. Das haben sie geschickt. Aber ob sie was gemacht haben, da steht er nicht. Und es ist definitiv nichts gemacht worden, was ja die anderen beiden auch gleich festgestellt hatten. Erneutes ewiges Diskutieren. Also seit August, wie gesagt, Anfang August habe ich sie gekauft. Jetzt haben wir fast schon Ende November. Ich habe sie jetzt zurückbekommen. Ich kürze das Ganze mal ein bisschen ab. Ich habe sie jetzt wieder zurückbekommen nach dem zweiten Mal einschicken, nachdem mir behauptet wurde, es ist nichts kaputt. Die ist vollkommen in Ordnung und ich übertreibe und ich habe keine Ahnung und dies, das, jenes. Und ja, die wurden richtig beleidigend. Haben auch gleich geschrieben, nö, ich kriege mein Geld nicht zurück. Also die Firma Maltec ist da sehr, sehr kundenfreundlich und sehr erpicht drauf, dass seine Kunden ja sehr zufrieden sind, definitiv. Nämlich gar nicht. Mal sehen, vielleicht füge ich auch ein paar Mails mit bei, weil das ist ein No-Go, wie eine Firma reagiert. Ja, vor allem haben sie auch PayPal angelogen. PayPal haben sie nämlich geschrieben, ja, kein Problem, wir zahlen der Kundin das Geld zurück. Mir haben sie dann geschrieben, nö, sie werden kein Geld sehen. Tatsache genauso, dieser Wortlaut. Sie werden kein Geld sehen, wir werden ihnen definitiv nichts zahlen. Jetzt kamen sie, wie gesagt, wieder zurück. Ich kann sie nicht mal mehr ausprobieren, weil nicht mal mehr die Schrauben, die man dran machen muss zur Sicherung und und. Nichts ist dabei, gar nichts. Nichts. Also diese Firma ist sowas von ein No-Go. Inzwischen hatte ich natürlich auch gelesen, dass sehr, sehr viele mit dieser Kettensäge bzw. mit dem Support Probleme haben. Leute, legt lieber 20, 30, 40 Euro drauf und kauft sie woanders, aber nicht bei Maltec. Mag sein, dass die Kettensäge an sich vielleicht gar nicht mal verkehrt ist. Also ich habe sie gerne genutzt für den einen Moment, den ich sie nutzen konnte. Ging sie richtig, richtig gut, kann ich nicht anders sagen. Also es hat mir auch Spaß gemacht. Leider ging es ja, wie gesagt, nur einmal, nachdem ich sie dann ausmachen musste. Danach startete sie ja nicht mehr. Deswegen mag sein, dass die Kettensäge an sich vielleicht sogar recht gut ist. Ja, aber kauft sie nicht bei Maltec. Wenn, kauft sie woanders, dass ihr einen anderen Ansprechpartner oder so habt, aber nicht Maltec. Weil Maltec, der Support, ist so unterirdisch, so grottenschlecht und die interessieren sich einen Scheiß für ihre Kunden, die interessieren sich einen Scheiß für Kundenzufriedenheit oder dass irgendwas gemacht, geregelt, getan wird. Von daher, no way. Und ich werde mir da auch entsprechend noch weitere Schritte überlegen, weil, sorry, vor allem mal nicht zu bedenken, ich habe mir eine Kettensäge gekauft, um mein, ja,
Heizvorrat für den Winter sozusagen vorbereiten zu können im August und hatte keine Kettensäge. Ich musste andere Leute organisieren, die mir mein Holz, meine ganzen Raummeter, und das sind nicht gerade wenig, im Endeffekt ja dann auch klein machen, weil ich es selber nicht konnte. Das heißt, ich musste doppelt und dreifach auch bezahlen, weil mein eigenes nicht ging, wofür ich bezahlt habe. Und auch das interessiert alles den Support herzlich wenig. Also auch da wurden sie nur einfach pampig. Von daher, Maltec, no go, no way. Sie kriegen von mir entsprechend auch noch eine Beurteilung. Also Maltec kann ich 0,0 empfehlen. Ihr müsst eure Erfahrungen alle selber machen, aber was ich so gelesen habe, habt ihr das teilweise auch schon. Und ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, bildet euch eure Meinung. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Infos geben. Lasst euch aber trotzdem nicht beeinflussen. Kann ja auch sein, dass es bei euch anders läuft. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch was. Macht's gut.